Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Beziehungen herauszuführen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Ich freue mich heute sehr, einen Gast in diesem Podcast wieder zu haben. Und zwar ist es Thomas. Thomas ist Unternehmer in den besten Jahren, er ist erfolgreich. Und Thomas möchte dir, den Männern insbesondere, aber natürlich auch den Frauen, heute seine Geschichte mitgeben. Denn egal wie selbstsicher man ist, wie etabliert im Leben man ist und wie erfolgreich man ist, kann man immer auch an Narzisstinnen geraten. Und ich freue mich sehr, dass Thomas diese Geschichte heute hier mit dir auch teilen möchte. Denn im Vorgespräch und auch in ein paar anderen Gesprächen habe ich gemerkt, wie sehr es auch gerade Menschen, die mitten im Leben stehen, die irgendwie das Gefühl haben, ach, mir kann das nicht passieren, auch so eine Erfahrung machen können und was das für ein Rattenschwanz hinter sich herziehen kann. Also, herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Liebe Katja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank, dass ich deinen Zuhörern aus meiner Sicht ein paar Learnings mitgeben darf, die mich einfach so sehr selbst bewegt haben, sodass es mir wirklich ein Herzensthema ist, darüber heute mit dir zu sprechen. Also ganz herzlichen Dank, dass ich den Raum bei dir bekomme. Sehr, sehr gerne. Du hast ja auch was ganz Entscheidendes zu sagen. Du warst vorher in einer langen Beziehung, die sehr gut, sehr entspannt war, wo du rückblickend auch sagen würdest, die war schon gesund. Und ja, mit der Zeit habt ihr euch aber trotzdem irgendwie unterschiedlich entwickelt oder vielleicht auch entliebt oder wie das so passieren eben kann. Was ist dann in dein Leben getreten? Was ist dir begegnet? Magst du uns mal in diese Geschichte reinholen? Sehr gerne. Wieder in mein Leben getreten. Es ist eine Person wieder in mein Leben getreten, die ich davor einfach im entfernten Bekanntenkreis vor einigen Jahren schon mal getroffen habe und auch mit dem Vater dieser Dame in einer geschäftlichen Beziehung stand. Er war ein Berater, möchte ich es mal ganz weitgreifend von mir und meinem Unternehmen benennen. Und das ist diese zweite Begegnung ist total aus dem Nichts entstanden durch einen Post von mir auf WhatsApp, wo ich mich vor einem Statussymbol abgelichtet habe, mir aber dabei gar nicht viel gedacht habe, sondern ich sag's wie es war eine Geschäftsreise ins Ausland und aufgrund der Zeit haben wir da einen Privatjet genommen und ich habe mich halt vor dem Ding ablichten lassen und habe das rausgepostet. Eher so gedacht für meinen Bekanntenkreis, weil bei WhatsApp sind doch eher die nahen Bekannten, nicht auf meinem Instagram-Profil. Ich wollte auch das nicht an die große Glocke hängen. Und ja, sind eigentlich durchweg positive Reaktionen gekommen. Und dann eben die Reaktion dieser Dame, die sich offensichtlich davon angezogen gefühlt hat. Und naja, du hast es schon gesagt, meine Ehe war da an einem Punkt, wo sie einfach nicht mehr fest war und wir uns auseinandergelebt hatten. Und dann hat der Kontakt mit dieser Dame eben langsam begonnen. Erst per Chat und dann Telefon und irgendwann ist ja da halt auch mehr draus geworden. Und war da glücklich, toll, wunderbar. Wenn ich jetzt heute ehrlich zu mir bin, hätten da eigentlich am Anfang schon ein paar Alarmlampen bei mir anspringen können, aber das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und selbst wenn man es dann weiß, heißt es auch nicht, dass man es sofort erkennt. Da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Die Beziehung hat dann langsam Fahrt aufgenommen. Sie war ebenfalls in einer Ehe, die auch sich auseinandergelebt hatte.
Und mit uns hat erst ein bisschen heimlich begonnen, natürlich. Man wollte das nicht gleich so an die große Glocke hängen, auch von ihrer Seite, was da auch zwei Söhne gab, natürlich schon im volljährigen Erwachsenenalter, aber man hat darauf Rücksicht genommen. Und ein familiäres Umfeld, wo man da ein bisschen vorsichtig sein wollte. War soweit in Ordnung für mich, habe ich mir noch nicht viel dabei gedacht. Und jetzt überspringe ich mal ein bisschen die Zeit, um es nicht zu langatmig zu machen. Dann sind so die ersten Themen aufgepoppt aus Ihrem Umfeld zunächst, nachdem es dann rauskam und Ihr ältester Sohn dann na, ziemlich Gas gegeben hat, sind dann tatsächlich körperliche Drohungen in meine Richtung gekommen und es gab dann sogar auf der Autobahn Verfolgungsjagden. Also wenn man sich so Alarm für Cobra 11 vorstellt, ja, das kenne ich als Hauptrolle, unfreiwillig. Und da kam von ihr tatsächlich schon so, ja, bitte, keine Anzeige und verfolgt das nicht. Und ich sagte, okay, aber dann kriegt das bitte halt auch in den Griff, dass die hier von mir Abstand nehmen. Es ist nicht geglückt, natürlich. Also der Junge ist dann auch hergegangen, hat sogar meine noch Ehefrau am Telefon bedroht. Und ich sage, jetzt ist wirklich, jetzt ist vorbei. Ich habe dann einen Privatdetektiv eingeschaltet, Personenschutz bekommen, um da mal ein bisschen Abstand reinzubekommen. Aber auch da kam dann schon so unterschwellig, naja, so ein Vorwurf, warum ich denn da jetzt so eine Riesensache draus machen muss und so weiter. Und wenn man sich heute sagt, sag mal, geht's noch? Der Bursche bedroht dich, ist erwachsen, da muss er mit der Konsequenz leben, wenn er halt dann vor einem Richter hockt. Deswegen, naja, lassen wir es dahingestellt sein. Ich habe dann eben nur geguckt, dass eben mir nichts passiert und habe immer mehr Warnsignale aus meinem persönlichen Umfeld, naja, auf die Seite gewischt. Mir wurde gesagt, Thorsten, du siehst immer schlechter aus. Was ist denn mit dir los? Du siehst so müde aus, so deine Augen leuchten nicht mehr. Ja, es ist einfach anstrengend da mit diesen ganzen Bedrohungen und diesen Einflussnahmen von der Familie. Es kostet mich gerade einfach Kraft. Die Wahrheit war aber tatsächlich, dass da durchaus zu Hause, wenn die Tür zu war, doch deutliche Diskussionen waren und immer wieder diese Drohungen, ja, dann gehe ich eben und dann wurde auch gegangen und wurde nur die Zahnbürste mitgenommen und weil man mich ja dann schon konditioniert hatte, dass ich dann doch nachgebe. Also es hat, ihr Plan ist wunderbar aufgegangen, ne? Durch dann Discard mittels dann man übernachtet dann im Büro und solche Geschichten. Das hat wunderbar funktioniert. Aber ich wollte das natürlich nicht wahrhaben. Ja, das Problem bin ich an der Nummer. Hab mir das auch immer schön einreden lassen. Und das Ganze ging, ich weiß nicht, wenn ich es heute mal zähle, bestimmt fünfmal. Ja, da waren fünf Trennungen, immer nur für ein paar Tage, nicht? Und dann ging das auch lehrbuchmäßig ab, erst Silent Treatment und dann über Wiederkontaktaufnahme. Da wurden dann Profilbilder auf WhatsApp geändert, die einzig und allein nur der Kontaktaufnahme wieder dienten, etc. und so weiter. Und dann in den ersten Tagen war wieder alles ganz wunderbar, bis dann die Energie wieder ausgegangen ist und dann die Maske wieder weg war. Und das habe ich eben mehrfach probiert. Naja, das muss doch gehen, das muss doch gehen, das muss doch gehen. Nein, also heute weiß ich auch, das geht einfach nicht. Vergiss das. Das geht einfach überhaupt nicht. Und du wirst einen Narzissten, eine Narzisstin nicht ändern. Und das war für mich tatsächlich zu Beginn des Verarbeitens das größte Learning, das zu akzeptieren. Das hat es mir dann auch irgendwann einfacher gemacht, damit umzugehen. Ich kann nur mich selbst verändern, aber nicht einen Narzissten, eine Narzisstin unmöglich. Darf ich mal kurz einhaken, weil ich kann Ja. mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer noch so ein Loop offen haben, weil du hast ja von diesen ganzen Verfolgungsjagden und deinem engagierten Privatdetektiv erzählt, dass was man ja nur macht, wenn man wirklich Angst hat und wenn man sich wirklich Ja. bedroht fühlt. Ja. Was ist dem denn vorausgegangen? Also ich würde mich jetzt fragen, ja, warum hat der Sohn denn den Thomas bedroht und warum ist er zu seiner Ex-Frau hin? Was denkst du rückblickend war die Ursache, dass so scharf gegen dich geschossen wurde?
Das war mit Sicherheit personenunabhängig. Also das war nicht auf meine Person als Thomas gemünzt, sondern das ist, was ich heute jetzt einfach für mich so behaupte, ist, insbesondere der ältere Junge, 100%ig narzisstisch konditioniert. Auch wenn ich so die Geschichten nur so ein bisschen im Hinterkopf habe, die sie mir erzählt hat. Also 100%ig selbst narzisstisch konditioniert und dann eben dieses im Endeffekt ein Ausrasten wie ein Kleinkind gewesen. Also komplett ohne Grenzen. Das heißt, er wollte nicht, dass du mit der Mutter zusammen bist? Richtig. Das hätte aber auch Okay. jeden anderen treffen können. Ne? Das hätte jetzt auch ein Klaus und ein Christian und was weiß ich was sein können. Das hätte Okay. jeden getroffen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das hatte nie was mit mir als Person zu tun. Ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile geschieden sind oder nicht, aber nennen wir ihn mal beim Ex-Mann, war ich tatsächlich ich das Problem. Und zwar mein Erfolg war das Problem. Das ist natürlich schon, sowas triggert, sowas provoziert, gerade wenn man selber vielleicht semi-erfolgreich ist als Selbstständiger und gerne sich auch mit Statussymbolen umgibt, egal ob man sie sich leisten kann oder nicht, sieht man dann halt plötzlich bei einem anderen, der hat ja nochmal ein Statussymbol mehr, wobei es mir darum gar nicht geht, aber mein Gott, ich habe es ja halt, weil ich es mag, aber nicht um es zur Schau zu führen. Bei ihm ist es halt genau andersrum. Das hat natürlich dann durchaus nochmal für, es war ein Brandbeschleuniger, möchte ich es mal nennen. Es war mit Sicherheit ein Brandbeschleuniger und dann auch die Einflussnahme vom Vater auf den Jungen und nochmal anstacheln. Also war Also, ein ganz, ganz großer Faktor da wahrscheinlich, ne? natürlich, dann. Mag vielleicht das Alter noch eine Rolle spielen. Ich bin ein Tacken jünger gewesen wie die Dame und folglich auch ihr Ex-Mann. Also vielleicht, da kam so alles zusammen. Was dieses, aus heutiger Sicht sage ich, dieses komplette narzisstische Umfeld. Also ich frage mich mal, wer war da kein Narzisst? Dann sage ich, ja, da fällt mir irgendwie gar keiner ein. Der eine war es offen und die andere war es eben verdeckt. Und sie war definitiv eine, oder ist es wahrscheinlich immer noch, verdeckte Narzisstin, die auch dann sehr gerne mit der Opferrolle gespielt hat, um wieder die Aufmerksamkeit von mir zu bekommen, die Energie zu bekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich war im Büro, ruft sich ihr Handy auf meinem Handy anrufen, war aber sie selbst gar nicht dran, sondern eine Freundin, ja, kannst du kommen? Sie ist umgekippt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ins Auto gesetzt, hingefahren. Also es wirklich, wirklich, wenn man sich mit dem ganzen Thema befasst, kann man sagen, ey, das ist Lehrbuch gewesen. Komplett Lehrbuch gewesen. Ja. Du hast eben erzählt, dass ihr dann auch mehrfach auseinander wart, ne? Dass du eigentlich auch recht früh Red Flags gesehen hast, wo es dir noch nicht bewusst war, dass das Red Flags sind, aber No-Gos hätte man es vielleicht vorher gesagt, ne? Warum lasse ich das mit mir machen? Jetzt weiß ich von dir, ne? Du bist Unternehmer und du bist Unternehmer von einem sehr großen weltweiten Unternehmen, also nur damit wir mal so die Dimension auch nach außen tragen. Und ich glaube, du triffst am Tag unfassbar viele schwere, entscheidende, langfristige Entscheidungen und sorgst für dein Unternehmen und dementsprechend auch für, weiß ich nicht, zigtausend Angestellte, die dir ja auch unter Zumindest indirekt, Verantwortung ja. sind. Genau. So. Warum bist du nicht in der Lage gewesen, für dich zu sorgen? Und wie schaust du heute darauf, dass so ein tapfer gestandener, straighter Mann wie du in diese Falle getappt ist? Weil auch ein so gestandener Mann Baustellen hat, haben kann, die aus längst vergangener Zeit kommen. Und bei mir ist es definitiv aus der Kindheit und aus dem elterlichen Umfeld gekommen, also um es auf den Punkt zu bringen, von meiner Mutter, die ich heute tatsächlich auch als verdeckte Narzisstin für mich komplett enttarnt habe, mit ihr aber einigermaßen im Frieden lebe, weil es da für mich keinen Sinn macht, das jetzt offen noch einmal auszutragen. Da ist viel wichtiger für mich, das jetzt für mich zu bearbeiten und heilen, was ich tue, wo ich auf so sehr, sehr weit vorwärts gekommen bin, in meiner Betrachtung. So, und
Das mag man vielleicht erstmal so von außen bei einem erfolgreichen Mensch gar nicht vermuten, dass auch so einer mal Baustellen hat, persönliche Baustellen, die ganz tief drin sitzen, die von ganz, ganz früherer Zeit herkommen, natürlich oft aus der Kindheit. Das mag ja vielleicht sogar im positiven Sinne betrachtet sogar eine Art Triebfeder sein, warum dieser Mensch überhaupt so erfolgreich ist. Das mag ja sogar eine Überkompensation sein von einem Mangel, der in der Kindheit erlebt wurde. Das sind immer zwei Seiten. Ne? Es gibt die positive und negative Seite. Es gibt zwei Seiten der Medaille. Der positive, das ist das, was nach außen wahrgenommen wird. Boah, der hat keine Ahnung, wie viele Autos, der fliegt dahin, der macht dies, das, jenes, wird außen wahrgenommen. Aber man sieht ja nicht dahinter, was ist da noch, was hat denn überhaupt dahin gebracht, was hat denn so angetrieben und vielleicht auch besessen gemacht, so erfolgreich zu werden. Und was für eine Gefahr lauert dann dadurch da? Und bei mir war es definitiv, dass ich, und das sage ich heute auch, weil ich es heute verstehe, das war definitiv nicht die erste Narzisstin in meinem Leben. Und auch nicht die letzte. Da kommen wir nachher vielleicht noch kurz dazu, wobei ich da heute drüber lachen kann. Also ich habe dann schon so jetzt rückwärts betrachtet gesehen, okay, da war eine, da war eine, da war eine, alles klar, da ist ein Muster und das kommt natürlich von irgendwoher. Die zieht Mann in dem Fall, ich spreche jetzt aus männlicher Sicht, Mann, der auf einem solchen Weg ist, natürlich dann auch gerne an und ist anfällig dafür. Kannst du dir rückblickend erklären, was du eben anziehend findest und welche Wunde oder welcher Triggerpunkt aus deiner Kindheit mit diesen anderen Frauen gelöst werden sollte? Also ein Punkt ist definitiv das. Also meine Mutter war auch ganz gern das Opfer. Und das hat natürlich schon in jungen Jahren bei mir dann ausgelöst, dass der Sohn dann für die Mutter sorgen musste, im Sinne von, naja, gewisse Rollen übernehmen, die gar nicht für ihn gedacht waren. Und das ist ja vollkommen klar. Also das ist jetzt schon logisch. Also heute sage ich es jetzt logisch, weil es für mich jetzt vollkommen klar und entschlüsselt ist. Ich war ja so konditioniert. Und in dem Moment, wo dann eine verdeckte Narzisstin, die ja genauso funktioniert, dann auf mich trifft oder ich auf sie, dann wurden natürlich sofort die ganzen Programme wieder ausgelöst. Also im Endeffekt, wie beim Computer, Bootspur, zack, funktioniert, läuft, Programm ist losgegangen. Und da Vollkommen sieht man klar, also einfach, heute klar. wie wichtig es ist, dass wir eben die Wunden und die Prägungen aus der Kindheit da aufarbeiten, uns genau anzuschauen, weil sonst passiert uns das immer und immer wieder, ne? Ich habe Okay. ja da gerade auch einen Kurs entwickelt, ne? Befreie dich aus der Toxizität deiner Familie und schütze dein inneres Kind. Das ist genau der Kurs, der dir erstmal spiegelt, was ist denn vielleicht alles falsch gelaufen? Weil wir wissen ja gar nicht, wie es besser anders hätte sein können. Und der dich dann mit diesen Triggern, mit diesen Wunden in Begegnung bringt, ne, dass du eben demnächst dich besser verstehst, dass dir nicht immer wieder Narzisstinnen oder Narzissten, was du eben als Liebe geprägt bekommen hast, immer wiederholt. Und ja, wer sich dafür interessiert, darf mal ganz schnell auf meiner Homepage vorbeigucken. Den Link mache ich in die Shownotes. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das ist wieder eine Bereicherung, um ein Stückchen im Puzzleteil des Lebens nach vorne zu kommen. So, jetzt habe ich ein bisschen Werbung für mich gemacht. Jetzt kommen wir zurück zum Thomas. Berechtigterweise, und da möchte ich noch anfügen, also ein Kurs und ein Coaching von dir kann lebensrettend sein. Oh, danke. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ich freue Nein. mich natürlich. Dankeschön. Ja, Thomas, du bist dann der Weg, als du verstanden hast, dass sie Opfer Narzisstin ist, dass sie dir schadet, dass es dir nicht gut ging. In der Phase haben wir uns kennengelernt und es war gar nicht so leicht, oder? Boah. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, obwohl dir im Kopf klar war, dass du gehen wolltest, wie der Ausstieg für dich war. Fangen wir am Anfang des Ausstiegs an. Meine Frau arbeitet auch bei mir im Unternehmen und die war in einer Niederlassung, einer weiteren Niederlassung in Deutschland, nicht in unserem Headquarter, war sie gerade
nennen wir es mal im Außendienst. Und als den Tag noch morgens schickt sie mir eine Nachricht und eine sehr, sehr deutliche Nachricht, wo sie darauf bestanden hat, dass ich mir eine bestimmte Datei anzuschauen habe und dass ich das mindestens ihr, den Kindern und der Firma schuldig bin. Habe ich gedacht, wow, jetzt wird sie aber echt energisch. Okay, schaue ich mir an. Das ist durchgelesen, abgetan. Und dann hat die Dame, die Narzisstin, tatsächlich wieder so eine Show am Telefon abgezogen. Und jetzt liest du dir das nochmal durch. Und da war eine Checkliste drin. Waren, ich weiß nicht, waren es 19 Fragen? Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Oder waren es 12 Fragen? Auf jeden Fall einige, die ich alle dann tatsächlich ohne rosa Brille beantwortet habe. Und entweder waren es 12 oder 19, auf jeden Fall waren nur eine oder zwei so beantwortet, dass es nicht narzisstisch ist, aber alles andere war total Narzissmus, 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 Narzissmus. Was habe ich dann getan? Ich habe meine Frau angerufen und gesagt, so, buch mir bitte ein Ticket, Flugticket. Ich komme in die Niederlassung geflogen. Ich sage bewusst jetzt den Namen der Stadt nicht. Ich muss mal schauen, was im Haus noch von mir ist. Ich habe ja dann schon nicht mehr im Haus gewohnt, sondern ich hatte mit der Dame dann eine Ferienwohnung im angrenzenden Ausland. Wir wohnten sehr grenznah. Und ja, bin dann tatsächlich mit noch ein paar restlichen Klamotten, die im Haus waren, und ein paar Toilettenartikeln in einer Mülltüte, weiß ich noch, in eine alte Tasche gepackt, dann an den Flughafen. Und bin dann in dieser Stadt gelandet, wo mich dann meine Frau tatsächlich abgeholt hat am Flughafen. Und als ich in der Lounge saß, habe ich dir geschrieben, dass ich sofort und dringend Hilfe brauche. Auf dich bin ich gekommen durch einen Hinweis von meiner Frau. War ein Link in diesem Dokument, dieser Datei mit abgespeichert, und habe schon begonnen, die ersten Podcasts von dir zu hören. Du wusstest ja, wenn mir jemand helfen kann, dann die Frau Demming, die Katja. Und habe noch der Narzisstin noch ganz kurz eine kleine Charade vorgespielt, dass ich noch ein Treffen mit dem Detektiven habe, etwas später dann nach Hause komme. Da bin ich aber längst am Flughafen gesessen. Und als ich ins Flugzeug rein bin, habe ich sie blockiert, habe die WhatsApp-Profile entkoppelt und zack, erstmal für Ruhe gesorgt. Und ich weiß, den ganzen Flug über habe ich Podcast-Folgen von dir angehört, die vorher runtergeladen gehabt, bin in der Stadt gelandet und ich kann es gar nicht mehr sagen, ob ich erleichtert war, völlig am Ende, oder nur noch eine Hülle, die sich bewegt hat. Also eine Mischung von allem. Und dann ging das Drama ja erst wirklich richtig los. Und zwar mein inneres Drama ging dann los. Du hast es möglich gemacht, dass wir uns sehr kurzfristig zusammen telefonieren konnten. Und das war auch, also das war überlebenswichtig für mich in dem Moment. Und ich habe dann begonnen mit den ersten Lektionen aus deinem Kurs, mit den ersten Meditationen. Ich weiß noch, in dem Hotel gewesen. Meine Frau hat darauf bestanden, dass ich mit ihr in einem Zimmer bin, dass ich auch bloß kein Blödsinn mehr mache und nicht mehr rückfällig werde. Das war auch gut, da bin ich ihr bis heute dankbar, dass sie das getan hat. Und die ersten Nächte, das war der Horror. Das war der Horror. Das war wirklich, ich habe mich gefühlt wie, weiß ich, war noch nie ein Junkie, aber so muss ich ein Junkie fühlen, wenn er auf Entzug ist. Also kalter Schweiß, ich weiß nicht, wie viele Schlafanzüge und Decken ich durchgeschwitzt habe mit kaltem Schweiß. Also furchtbar war das. In den Meditationen, die ich gemacht habe, bin ich wohl so zusammengeklappt und habe so viel geheult wie noch nie, sodass dann meine Frau schon gesagt hat: Ey, wenn ich die sehe, die bringe ich um. Was hat die mit dir getan? Ja, was hat die mit dir getan? Was habe ich mit mir tun lassen? Ist die richtigere Frage, weil sonst stehe ich nur als Opfer da und da hatte ich irgendwie keine Lust. Also ging es darum, arbeite das auf, das tut niemand mehr mit dir. Und das war meine Triebfeder und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Mein Ziel ist,
Ich will stärker sein, wenn ich das durchhab, als ich ganz am Anfang der Beziehung war. Und das kann ich von mir heute behaupten, das ist jetzt der Fall. Das Ziel habe ich erreicht. Und das war auch das, dieses Ziel vor Augen hat mich angetrieben, eisern zu bleiben und es durchzuziehen. Und die Dame hat mich dann noch mindestens zweimal kontaktiert, meine ich, und in Telefonaten. Das weiß sie bis heute nicht, aber ich war bei keinem der Telefonate alleine. Es ging über die Freisprechanlage vom Auto. Meine Frau saß nebendran, hat geschwiegen, hat nur noch den Kopf geschüttelt, weil sonst, ich glaube, das glaubt einem niemand, was die dann für eine Show abziehen. Also alle Register gezogen, bis hin zu einem angedeuteten, unterschwellig angedeuteten potenziellen Suizid und alles Mögliche. Also, oh, ganzes Register, ganzes Register. Und je mehr Zeit verging und je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, desto besser ging es mir und desto stabiler wurde ich. Ich bin dann, weiß ich noch, im November, zu einem Freund geflogen, der sich selbst gerade erst von einer narzisstischen Ehefrau getrennt hat. Also wir hatten, er ist selbst auch erfolgreicher Unternehmer. Wir hatten uns natürlich dann viel zu erzählen und konnten uns gegenseitig da auch schon wieder Mut machen und Kraft geben. Das war auch sehr gut. Und da ist so bei mir auch der Gedanke entstanden, Mensch, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer. Die erwischt es wahrscheinlich öfter, als dass sie es selbst gleich merken und als dass man so meint. Und da ist schon das erste Mal der Gedanke entstanden, ich will dazu was sagen in der Öffentlichkeit. Ja, so das war so mal die zusammengeraffte Trennung von der ersten, jetzt hier angesprochenen Narzisstin. Damit war aber dann noch nicht ganz Schluss mit Narzisstinnen. Genau. Bevor du uns davon erzählst, ganz kurz, wieso denkst du, dass Unternehmer das öfter passieren könnte? Könnte ja. Also gerade, ich beziehe mich jetzt auf das, was ich selbst erlebt habe. Das sind verdeckte Narzisstinnen und Unternehmer, wie ich, der sich vielleicht auch nach außen mit etwas umgibt, was anziehend ist. So, bei mir war es der Post auf WhatsApp vor dem Privatchat. Dann sind es vielleicht schicke Autos. Dann sind es vielleicht teure Uhren. Dann ist es an sich die Ausstrahlung. Ein erfolgreicher Mensch strahlt etwas aus, ob er das jetzt will oder nicht, aber er tut es einfach. Und sowas zieht verdeckte Narzisstin, darüber kann ich jetzt einfach sprechen, an wie, naja, wie bestimmte Mücken von etwa einem anderen übelriechenden Gegenstand angezogen werden. Und heute ist mir auch klar, warum. Das ist natürlich die Energie, die man ausstrahlt, die ja gerne von dann Narzissten aufgesogen wird, weil die selbst ja keine Energie in sich tragen oder im Mindesten keinerlei positive Energie in sich tragen. Und dann ist es natürlich wie ein Magnet. Wie ein Magnet. Und man hat es vielleicht vorher schon gehört, naja, als erfolgreicher Unternehmer musst du schon aufpassen, will die wirklich dich oder will die nur dein Geld? Also es geht aber weiter. Das ist mir zu platt, diese Aussage, will die nur dich oder dein Bankkonto? Das ist mir zu platt, sondern da geht es dann, wenn es in Richtung Narzissmus geht, um ganz andere Themen. Und da ist das Bankkonto nur ein Problem, was sich dann irgendwann mal darstellt. Weil wenn es dann an ein Unternehmen rangeht, weil der Unternehmer plötzlich die Kraft nicht mehr hat, die Energie nicht mehr hat, sich mit anderen Themen beschäftigt, dann wird es kritisch. Dann wird es richtig kritisch und dann ist es richtig wichtig. Da ist es verdammt wichtig, dass Leute noch in dem Umfeld des Unternehmers hoffentlich sind, die es gut mit ihm meinen. Und wenn es vertraute Mitarbeiter sind, die sagen, Chef, da stimmt was nicht. Also, da stimmt was nicht. Jetzt mach die Augen auf, da stimmt was nicht. Dann ist natürlich, na, wer sagt sowas gern seinem Chef? Da kann es ja dann auch so weit gehen, dass der Chef sagt, du pass mal, bleib mal aus meinem Privatleben draußen. Weißt ja nicht, ob du dann so logisch reagierst als Unternehmer, wenn es da plötzlich an deine Beziehung geht. Aber es ist einfach immens wichtig, zumindest, dass dann die betroffene Person noch so ehrlich zu sich selber sagt, jetzt höre ich es mir doch noch mal genauer an, wie ich es ja dann in dieser Datei dann mit den Fragen zum Glück getan habe. Jetzt gucke ich es mir doch noch mal genauer an und dann auch gleich handeln. Also nicht dann angucken und sagen, ja, das ist so und dann, naja, jetzt gehe ich aber erstmal wieder heim. Nein, handel sofort.
Handel sofort. Und wenn du das machst, was ich gemacht habe, was nicht die feine englische war, darüber haben wir uns ja unterhalten, aber es war meine einzige Rettung. Und wenn du diese Person einfach ghostest, du verschwindest, ohne irgendwas zu sagen. Du bist einfach weg. Wenn das die einzige Chance ist, mach so. Und du hast tatsächlich dann als Arbeitgeber auch die verdammte Pflicht, das zu tun, weil von dir hängen Menschen ab. Ja, absolut. Und um nochmal kurz dein Ghosting zu erklären, du hattest ja auch schon mehrere Versuche, wo du es anders Ja. gestartet hast. Du warst ja schon davon überzeugt, ne? Deswegen haben wir uns ja auch also davon überzeugt, dass es anders fast nicht geht, weil du es schon mehrfach Erfahrung in dem Bereich hattest, sodass wir uns dann darüber gesagt haben, erstmal abtauchen. Und du hast ja dann auch immer noch nachher Gespräche geführt. Von daher würde man das jetzt in der Fachsprache gar nicht so als Ghosting nennen, ne? Natürlich für den Moment erstmal, bis dann klar war, was los ist. Aber ja, wie gesagt, durch die Erkenntnisse deiner Erfahrung war da in dem Moment erstmal kein anderer Weg möglich. Richtig, genau, war so. Und was mir ganz extrem wichtig ist, zu sagen, egal wie erfolgreich du bist und egal was du meinst, was du darstellst und du kannst alles und du bist unbesiegbar, alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Erstens mal bist du jederzeit anfällig für sowas. Da ist niemand davor gefeit, einfach niemand. Und du kommst da auch nicht allein raus. Wenn du dich noch nicht aktiv mit sowas richtig auseinandergesetzt hast, kommst du da nicht alleine heraus und such dir Hilfe. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, um Hilfe zu bitten. Im Gegenteil, das ist für mich ein Zeichen von Stärke, um Hilfe zu fragen. Ein modernes Auto bringst, das tut ja heute auch nicht mehr selber reparieren, oder? Das bringst du auch in die Werkstatt. Und unsere Psyche ist weit komplexer wie ein Auto. Ja, absolut. Ich denke das auch immer, ne? Wir gehen wegen jedem Wehwehchen zum Arzt, ne? Aber wenn mal die Psyche Schmerzen hat, dann will sich keiner Hilfe holen. Und Weil das. man sich schämt. Völlig unnötigerweise. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Schwachsinn. Du brauchst dich nicht zu schämen und du brauchst dich auch schon gar nicht zu schämen, auf so einen Menschen reinzufallen. Dieser Mensch sollte sich schämen, dass er das mit dir tut, aber du selber musst dich nicht schämen. Nur Scham kennen solche Leute nicht. Ich glaube, das steht bei denen irgendwie in der Fremdwortabteilung. Du hast dich dann herausgekämpft und du hast es eben schon nochmal angeteasert. Da würde ich jetzt zum Ende des Podcasts auch gerne nochmal drauf zurückkommen, weil du sagtest ja, ne, von der Narzisstin, von der du uns gerade erzählt hast, das war nicht die letzte. Nein, das war nicht die letzte. Ich bin tatsächlich noch einmal auf eine weitere verdeckte Narzisstin reingefallen, aber das habe ich viel schneller bemerkt. Und auch da gleiches Muster, Statussymbol. Diesmal war es nicht der Jet, diesmal war es ein neues Auto, ein recht auffälliges und sagen wir, die Dame saß da auch gleich an der Quelle. Einfach eine Mitarbeiterin von einem Autohaus. Und ich habe da sehr spontan mir ein doch sehr auffälliges Auto ausgesucht gehabt, was da im Showroom stand als Neuwagen. Und das hat offensichtlich gewirkt, sich mit mir mal kurz etwas genauer zu befassen. Und ja. Natürlich, also jemand hat da vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, mich zu durchleuchten. Klar, wenn man schon eine Weile Kunde irgendwo ist, wo es um teure Gegenstände geht, dann weiß ja normalerweise Lieferant etwas mehr. Und dann hat da eine weitere Beziehung, also eine nächste Beziehung begonnen. Und ich weiß noch, wir hatten uns darüber unterhalten, dass ich dir berichtet habe. Und ich suche gerade noch die Red Flags. Und ich war im Auto, ich weiß das noch, in sogar besagtem Auto, als wir da telefoniert haben. Irgendwas in mir hat da wohl schon irgendwie was gesagt gehabt. Das stimmt was nicht. Naja, aber sie hat das etwas cleverer angestellt. Wir hatten uns sogar darüber ausgetauscht, über Narzissmus in Beziehungen und angeblich hatte sie das schon durch und ich dann von meiner Erfahrung berichtet und ich weiß es noch, einer ihrer ersten Aussagen war, naja, Gott sei Dank bin ich ja keine Narzisstin, da kannst du dich ja bei mir gut aufgehoben fühlen. Da sage ich mir heute, wenn ich über die Aussage nachdenke, ja.
Vielleicht hätte ich einfach mal genauer über das Wörtchen nicht in dieser Aussage nachdenken sollen und das mal streichen. Auch da ging es dann tatsächlich, also die hatte für jede Lösung ein Problem. So ging das dann irgendwann los. Für jede Lösung ein Problem und dann ging schon so ein bisschen die ersten Tests los. Wie reagiert er denn, wenn ich an Fasching alleine los möchte? Die Dame war erheblich jünger als ich, durchaus attraktiv und wusste auch die Reize einzusetzen. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, du ja, also das kannst du machen, aber wohl fühle ich mich dabei nicht und schon gar nicht, wenn du mir hier sagst, wie du dann da auf Tour gehen möchtest. Also hast du dann nicht so wirklich viel an. Stellst du doch einfach mal umgekehrt vor, also lustig finde ich es nicht. Aber ich werde dich nicht einsperren. Sie hat es dann unterlassen, aber lauter so kleine Tests kamen dann immer wieder. Und das Bedauerliche dabei war am Ende tatsächlich, sie hat zwei sehr, sehr süße Töchter. Und die haben mich ganz schnell in ihr Herz geschlossen gehabt und umgekehrt. Und das ist auch das, was ich bis heute. Also, das mit den beiden Mädels, das tut mir bis heute weh. Über die Mutter bin ich weg, aber über die Kinder nicht. Vor allen Dingen, dass sie da halt nicht als Mutter. Also bitte, da haben sie schon endlich den Traumpapa. Also da fehlen mir auch heute noch die Worte. Also ich hätte die Worte, aber die passen nicht in den Podcast. Das wäre nicht ganz so anständig. Also einfach nur, wie blöd kann man eigentlich sein? So, das darf ich, glaube ich, sagen. Und wie selbstsüchtig. Aber ist ja auch wieder klar, Narzissmus. Also die armen Mädchen, ich hoffe nur, dass die irgendwann mal noch die richtigen Impulse kriegen. Naja, Was bitte. war denn der Punkt, wo du dann erkannt hast, dass es dann doch wieder mal toxisch ist? Ja, es ist eine Lüge plötzlich aufgepoppt durch eine gezielte Frage von mir, weil ich ein komisches Bauchgefühl hatte bezüglich einer Person aus ihrer Vergangenheit. Also eine völlig unnötige Lüge, völlig total bescheuert. Und ihre darauf folgende Reaktion war einfach so, okay, also das ist kein Red Flag mehr, das ist ein Red Banner, das ist nicht mehr zu, da sind die Scheinwerfer drauf, das kannst du gerne mal wegleugnen, unmöglich. Also es kam dann Versuch der Lüge noch aufrecht zu erhalten, obwohl klar sein musste, ich weiß es einfach. Und dann sofort Gegenangriff. Sofort Gegenangriff, aber massiv, ganz massiv. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Thorsten, vergiss es. Also, so hart wie es klingt, klar, für die Mädchen ist das jetzt schlimm. Aber schlussendlich sind dann nicht meine Töchter. Und ich muss auf mich selber aufpassen. Das mag jetzt egoistisch klingen, aber es tut mir leid. Also möchten wir uns mal ausrechnen, wo das hätte noch hinführen können. Und dann wäre es wirklich an die Existenz meines Unternehmens gegangen, wahrscheinlich. Also, naja, sie hat zwischendurch auch sehr teure Geschenke von mir bekommen, extrem teure. Eins konnte ich noch abbiegen. Zum Glück umwandeln und jetzt für die Firma benutzen, anstatt für sie. Also, aber wenn ich das dann anfange hochzurechnen, das hätte irgendwann dramatisch enden können. Und ja. Wobei man natürlich da schauen darf, wenn du dich entscheidest, das zu schenken, ist das ja erstmal auch deine Entscheidung, ne? Natürlich. Oder hat sie War es alles dir meine abverlangt, Verantwortung. sozusagen? Alles meine Verantwortung, aber sie hat es sehr geschickt gemacht, dass ich das Hm. natürlich gerne gemacht habe. Aber es war meine Verantwortung. Ist sie nicht dafür verantwortlich? Nein, nein. War schon ich. Ich habe schon freiwillig unterschrieben, so wurde mir keine Pistole an den Kopf gehalten, dass ich da bestimmte Dinge unterschreibe. Ja. Was würdest du gerade aus dieser jüngsten Erfahrung nochmal für dich mitnehmen, was anders war als aus der Erfahrung davor? Also, warum bin ich da? Und das ging ja irgendwie, glaube ich, bin ich 8, 12 Wochen, Vierteljahr. Von Anfang bis Ende, glaube ich, ja, Vierteljahr. Viel schneller erkannt. Viel schneller die rosa Brille runtergerissen. Weil ich ja gewusst habe, okay, hast du eine dekodiert, hast du sie alle dekodiert. Zumindest mal bist du so weit, dass du sehr schnell den Code erkennst. Und dann schau auch hin und egal, wie es weh tut in dem Moment, umsetzen, handeln, geh, geh. Nicht mehr rumeiern, nicht mehr diskutieren. Geh. Es bringt nichts. Die ändert sich nicht. Nur ich selber konnte mich wieder verändern. Das war gut so.
Klamotten gepackt und bin dann in eine Wohnung gefahren, die zu einer Niederlassung meines Unternehmens gehört. Da habe ich mich dann erstmal zurückgezogen und mich wieder gesammelt. Und das war gut so. Das war hervorragend so, ja. Und was ich noch sagen möchte, selbst wenn du weißt, wie das ist mit einem verdeckten Narzisst, mit einer verdeckten Narzisstin, du bist deswegen immer noch nicht gefeit, dass du nicht wieder auf so eine Person einfällst, weil das könntest du nur in einem verhindern, indem du einfach für alle Zeit für jeden zumachst. Und das wäre schade, weil dann nimmst du dir einfach selbst so viel weg. Also sei offen, sei dennoch offen und lass dich drauf ein. Und von mir aus geh auch Vollgas in eine Beziehung rein. Das darfst du schon machen. Aber bleib wachsam dabei. Das ist so schön, dass du das sagst, ne? Weil ich glaube, das ist auch ganz oft so die Traurigkeit, wenn wir wieder nach toxischen Beziehungen an den nächsten Narzissten oder die Narzisstin geraten, dass man da so ein bisschen an den Glauben an das Gute verliert, das Vertrauen zu sich selbst verliert, ne? Und ich glaube schon, dass wir eben durch diese Prägung in der Liebe, ne, diese falsche Prägung durch die Eltern, halt erstmal von unseren Mustern immer wieder oder noch lange, auch obwohl wir sehend geworden sind, wieder darauf hineinfallen. Dennoch, so wie du, und das finde ich echt ein super schönes Beispiel, dann sofort erkennen und dann es eben nicht mehr so lange mit sich machen lässt. Ja, und dann schneller die Reißleine zieht. Und solange das passiert da draußen, ne, datet euch weiter. Hauptsache, ihr könnt gut für euch sorgen in dem Moment. Ne? Und irgendwann wird auch diese ewige Prägung bei euch und dieses Verhaltensmuster vielleicht geheilt oder überarbeitet sein, dass dann es so schnell irgendwie zu erkennen ist oder eben auch ganz andere Menschen euch ansprechen und die dann irgendwie gesund sind oder besser passen oder wie auch immer. Sehr Was mit schön. Sicherheit auch geschieht. Yeah. Thomas, lass mich mal wissen, zum Abschluss meines Podcasts frage ich immer alle meine Gäste, was ihnen das Wichtigste ist, was sie nochmal so rückblickend den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten. Was ist deine Message an sie? Vielleicht tatsächlich das, was ich jetzt gerade zum Schluss noch gesagt habe. Sei offen, lass dich auf Beziehungen ein. Geh auch, wenn dein Herz dir sagt, wenn alles in dir sagt, du willst da Vollgas rein, mach das. Tu das. Bleib offen und gleichzeitig, aber sei auch offen für die Warnsignale. Und meine nicht, du musst jetzt nur, weil das Letzte eben in die Binsen gegangen ist, jetzt dir besonders viel Mühe geben, um da irgendwas hinzubiegen. Nee, wenn du die Warnsignale erkennst, dann. Es gibt bei uns so im Raum, wo ich aufgewachsen bin, so ein Ausspruch, dann hau in den Sack. Ja, das trifft es gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön. Thomas, ich danke dir. Ich danke dir wirklich auch deine, ich sag's Leidensgeschichte, auch als gestandener Unternehmermann, dass du da mutig genug bist, auch damit rauszugehen und das mit allen da draußen zu teilen. Ich denke, viele Männer freuen sich eh immer, wenn ich männliche Gäste habe, aber auch die fühlen sich vielleicht endlich mal verstanden und gesehen. Und von daher danke ich dir von ganzem Herzen, dass du heute hier mein Gast warst, dass du deine Geschichte geteilt hast und für die vielen Inspirationen, die du mitgegeben hast. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Danke, dass ich meine Geschichte weitergeben durfte, um zu sagen, Jungs, lasst euch helfen.